Fehler Nummer 1 ist es, in Valheim die Dungeons nicht vollständig zu looten. Neben den beliebten Sotling-Cores, die immer hier auf diesen Ständern sind, liegen hier häufig auch Rubine und Bernstein rum. Die gibt es als Bernsteinstücke, das sind so relativ große Platten, und als Bernsteinperlen, die habt ihr bestimmt schon gesehen. Und eben diese nicht zu looten ist ein sehr, sehr großer Fehler. Denn in Valheim gibt es einen Händler, der markiert sich auf der Karte mit so einem Geldsäckchen, müsst ihr finden, befindet sich immer im Black Forest. Und bei dem könnt ihr beispielsweise die ganzen Rubine und Co. verkaufen. Dafür klickt ihr einfach hier unten auf Symbol und ihr seht schon, es gibt hier reichlich Gegenstände, die ihr kaufen könnt. So beispielsweise auch diesen Gürtel hier, und der sorgt eben dafür, dass ihr 150 Gewicht mehr habt. Moin, mein Name ist Nico der Profi und ich habe zu Ark schon rund 100 hilfreiche Videos gemacht und jetzt habe ich Valheim ins Visier genommen. Und in diesem Video präsentiere ich dir 11 Fehler, die du auf jeden Fall in Valheim vermeiden solltest und die ich auch kenne, schon vor 50 Stunden gewusst hätte. Wenn du also Bock auf Valheim-Content hast, dann bleib gerne mit einem Abo mit dabei. Fehler Nummer 2 ist es, sich keine oder zu wenig Markierung auf der Karte zu machen. Indem ihr mit einem Doppelklick in eure Karte reingeht, könnt ihr euch einen Punkt setzen und könnt das Ganze eben unten auch benennen. Und das solltet ihr auf jeden Fall machen. Ich habe das zum großen Teil hier immer für die Dungeons gemacht, aber es lohnt sich eben auch, das Ganze für die Stin zum Beispiel zu machen, denn die werden später im Spiel noch wichtig und die respawnen auf jeden Fall auch. Das heißt, ich habe jetzt hier die Stin gefunden, gehe in meine Karte rein, suche mir auf der rechten Seite, was ihr jetzt nicht seht, weil da mein wunderschöner Körper ist, und suche mir eben hier ein Symbol aus, Doppelklick in die Karte rein, Distel. Zack, boom, ist markiert, kann ich jetzt mitnehmen und weiß, wenn ich wieder welche brauche, wo ich das nächste Mal hingehen kann. Das solltet ihr mit allem möglichen Kram machen. Mit Beeren, mit Pilzen, mit Dungeons, mit Trollcaves, mit Kupfervorkommen, mit Zinnvorkommen. Denn es ist besser zu wissen, wo etwas ist, wenn man es gerade nicht braucht, als dann danach suchen zu müssen, wenn man es eben braucht. Das spart euch extrem viel Zeit. Und zusätzlich zu den Markierungen solltet ihr auch immer darauf achten, dass ihr eure Dungeons, wenn ihr sie fertig gelootet habt, wie ich euch das ja empfohlen habe, immer abkreuzt. Also mit einem weiteren Linksklick hier rein, könnt ihr einfach ein Kreuz auf dem Dungeon setzen und ihr wisst Bescheid, aha, hier habe ich alles gelootet, hier brauche ich erstmal nicht wieder zurückzukommen. Und erstmal heißt, hier spawnen nur die Pilze neu, der Rest ist weg. Fehler Nummer 3 ist es, zu geizig zu sein und keine Bronzenägel zu craften. Bronzenägel kosten euch nur ein Bronzebarren und ihr bekommt sehr gute Vorteile dadurch. Dadurch könnt ihr euch beispielsweise einen Karren craften oder auch die Kave. Der Karren ist das wunderschöne Objekt hier, hat einen riesigen Stauraum und ihr könnt das ganze Ding eben auch durch die Weltgeschichte ziehen, was ziemlich nice ist. Das heißt, ihr habt quasi so ein mobiles Inventar dabei. Und die Kave ist quasi das erste richtige Schiff, was ihr haben könnt. Fehler Nummer 4 ist es, mit dem Raft in See zu stechen. Ihr könnt das jetzt hier schon sehen. Ich stehe jetzt hier auf dem Raft drauf. Und das sind einfach nur 4 Hölzer zusammengeklöppelt. Und wenn da jetzt ein Sturm kommt, dann ist es mal ganz schnell mit euch vorbei. Und wenn die Seeschlange kommt, sowieso. Deswegen auf jeden Fall immer die Kave benutzen, wenn ihr die Kave schon freigeschaltet habt. Und natürlich später dann auch gerne das Langschiff. Fehler Nummer 5 ist es, den Karren gar nicht zu nutzen, auch wenn ihr die Bronzenägel gecraftet habt. Das habe ich lange Zeit falsch gemacht. Und ihr könnt euren Karren einfach Richtung Wald ziehen und dann an einer gegebenen Stelle abstellen, um von dort aus dann zum Beispiel Erze zu farmen. Denn wie bereits gesagt, der Karren hat einfach ein unglaublich großes Inventar und so ein Erz wiegt natürlich auch ordentlich was. Und dementsprechend könnt ihr das da alles zwischenlagern und zieht das ganze Ding dann wieder nach Hause. Gerade mit den nächsten 2 Tipps bzw. Fehlern könnt ihr auf jeden Fall richtig Fortschritt machen. Fehler Nummer 6, der sich auf das Arbeiten mit dem Karren bezieht, ist es, keine Wege anzulegen. Wie ihr jetzt hier sehen könnt, habe ich den Boden hier so ein bisschen eingeebnet und mir eben hier einen Weg angelegt. Das Ganze habe ich eben mit der Hacke gemacht. Ich habe einfach den Karren hinter mir hergezogen und habe hier immer mal wieder geklopft. Natürlich wird der Boden da auch ein bisschen bei hochgezogen, richtet sich ja immer danach, wo ihr gerade steht. Aber so konnte ich mir hier eben einen Weg anlegen, den ich eben häufig benutzt habe, weil vermutlich werdet ihr häufig in dieselbe Richtung fahren. Und da macht das schon Sinn, sich dann eben einen Weg anzulegen, um sich das Leben auch zu erleichtern. Denn, wie ihr seht, nimmt der Karren eben auch Schaden. Und wenn ihr durch ja unwegsames Gelände lauft, dann kommt das natürlich häufiger mal vor, dass ihr irgendwo hängen bleibt. Und das wäre natürlich extrem bitter, wenn euch der Karren kaputt gehen würde und eure ganzen Ressourcen dann da verteilt rumliegen. Kleiner Tipp noch zur Arbeit mit dem Karren an sich. Wenn wir uns die Karte anschauen, sehen wir, dass ich gerade in so einer Lichtung bin. Und hier stelle ich meinen Karren dann immer ab und laufe dann in den Wald zu den Kupfervorkommen, die ich mir markiert habe, und laufe dann immer wieder raus. Das ist auf jeden Fall deutlich einfacher, als das Ding in den Black Forest zu ziehen, wo er dann möglicherweise zerstört wird. Weiterer Tipp dazu. Ihr seht schon, ich habe mir hier eine Markierung gemacht, die ich Wagen genannt habe. Und so könnt ihr euch eben dann euren Wagen bzw. euren Karren markieren.
und müsst euch auch gar nicht merken, wo der steht, sondern einfach wieder dahin zurücklaufen. Und in diesem Zusammenhang mit dem Karren ist Fehler Nummer 7, mal wieder zu geizig zu sein, denn ihr könnt euch natürlich mehrere Spitzhacken anlegen. So habe ich zum Beispiel jetzt hier eine Bronzespitzhacke auf Stufe 3 und habe mir jetzt für das Beispiel jetzt nochmal eine Geweihspitzhacke gemacht. Denn je mehr Spitzhacken und je besser die sind, desto länger könnt ihr natürlich auch farmen und desto mehr Nutzen habt ihr eben von dem Karren. Und natürlich müsst ihr dann weniger hin und her fahren. Deswegen würde ich auf jeden Fall in genügend Spitzhacken investieren. Gerade wenn ihr solo unterwegs seid, macht das auf jeden Fall eine Menge Sinn. Fehler Nummer 8 ist es, Disteln, Karotten und Co. liegen zu lassen. Denn Disteln wie diese hier zum Beispiel brauchen wir später für Rezepte. Und da ist es natürlich enorm hilfreich, wenn wir da schon genügend von gesammelt haben und nicht erst dann wieder los müssen, wenn wir das jeweilige Rezept freigeschaltet haben. Zugegebenermaßen bin ich auch der Typ, der halt hier rumläuft und gesagt hat, sammle ich später ein, gibt es ja voll viel von, aber wenn ihr es dann sucht, findet ihr es nicht. Karotten sehen übrigens so aus, das sind Karottensamen, aufsammeln, mitnehmen, verstauen, ganz, ganz wichtig. Denn, wie gesagt, ihr könnt später sehr tolle Rezepte damit kochen und beispielsweise könnt ihr später eine Karottensuppe kochen. Die bringt euch 60 Ausdauer, 20 Gesundheit, ist schon mal mega gut. Oder für Würste braucht ihr dann später eben auch Disteln und halt Innereien, die bekommt ihr aber später im Sumpf. Aber so seid ihr auf jeden Fall schon mal vorbereitet. Und auch wenn es darum geht, beispielsweise Giftwiderstand zu haben, ja, dann braucht ihr auch wieder Disteln. Deswegen ganz, ganz wichtig, das alles immer zu sammeln und zu markieren, damit ihr es einfach habt. Fehler Nummer 9 ist es dann eben, sich kein Feld anzulegen, wenn ihr euch schon die Karottensamen gesammelt habt. Denn sobald ihr Zugriff auf Kupfer, Zinn und Bronze habt, könnt ihr euch eben einen Pflug bauen. Damit könnt ihr eben ein Feld anlegen und dann eure ganzen Karotten hier anpflanzen und daraus auch immer wieder zusätzliche Samen gewinnen. Denn wie ihr jetzt hier seht, kann ich auch eine Karottensaat einpflanzen. Da pflanze ich eine Karotte für ein. Dann sieht es wieder aus wie die Karottenpflanze, die wir aus dem Black Forest kennen. Und dann bekommen wir wieder 3 Samen raus. Das heißt, es reichen eigentlich 3 Samen aus für euch zu sammeln. Natürlich ist es besser, mehr zu haben. Und dann könnt ihr eure eigene Produktion eben loslegen bzw. starten lassen und immer wieder eben Samen einpflanzen und Karotten einpflanzen, um dann wieder neue Samen zu haben. Also habt ihr dann irgendwann einen Überschuss an Karotten, die ihr eben einsetzen könnt für Suppen und Co. Fehler Nummer 10 ist es, keine Vögel zu farmen. Vor mir ist es hier schon wieder einer. Der fliegt weg, der Sack. Aber gerade am Wasser landen die eben sehr, sehr häufig, die Möwen. Und die solltet ihr auf jeden Fall immer abschießen. Denn zum einen geht natürlich euer Bogenskill hoch. Ihr lernt besser zu schießen. Jetzt ist hier wieder eine gelandet, glaube ich. Da ist sie. Anvisieren, treffen, zack, boom. 3 Federn in unser Inventar. Aber neben dem Skill für den Bogen ist noch eine ganz andere Sache interessant. Und zwar braucht ihr wirklich für jeden Pfeil, außer für den Holzpfeil, Federn. Der Bogen ist einfach auch eine sehr gute Waffe in dem Game. Dementsprechend ist es auch gut, einen Federvorrat zu haben. Seht ihr Vögel, knallt ihr einfach ab. Geht ja auch ganz easy und so habt ihr eben auch einfach einen Vorrat an Federn für euch am Start, was natürlich mega nice ist. Fehler Nummer 11, du baust viel zu weit weg vom Wasser, wenn man sich das jetzt bei mir anguckt. Hier ist mein Bett, hier bin ich gestorben und hier ist das Wasser. Warum ist das so gut? Das ist gut, weil ihr müsst spätestens, wenn ihr im Sumpf seid, mit eurem Schiff, Langschiff, Kabel, was auch immer, müsst ihr wieder zurück in eure Base fahren, um die Ressourcen eben dorthin zu bekommen. Denn im Sumpf könnt ihr beispielsweise Eisen sammeln und das Eisen könnt ihr eben nicht, so wie alle anderen Erze auch, durchs Portal bekommen. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, hier wäre alles voll mit Eisen, ja, und das müssen wir jetzt schleppen und selbst wenn wir 450 Gewicht haben, würde das einfach unglaublich lange dauern, bis wir das beispielsweise hier irgendwo ins Landesinnere getragen hätten, weil wir da unsere Base gebaut haben. Dementsprechend baut nah am Wasser, macht Sinn, ihr müsst immer wieder hin und her fahren, mit eurem langen Schiff, mit eurer Karte, um Ressourcen zu bekommen und auch neue Gebiete zu entdecken. Fehler Nummer 12 ist es nicht, den Ausgeruht-Buff zu benutzen. Der Ausgeruht-Buff befindet sich oben rechts in der Ecke. Bei mir steht da jetzt Ausgeruht drüber, weil ich das Spiel auf Deutsch gestellt habe. Und wenn wir hier in unserem Menü auf den Raben gehen, dann zeigt er uns alle aktiven Effekte an. Und der Ausgeruht-Buff sorgt eben dafür, dass wir plus 50% Gesundheitsregeneration haben und plus 100% Ausdauerregeneration. Das ist enorm gut. Und es ist easy, diesen Buff einfach aufrechtzuerhalten. Denn es reicht schon aus, jetzt mich hier hinzustellen für 20 Sekunden. Und dann müsste der Buff gleich wieder hochgehen. Da ist er wieder auf 17 Minuten hochgegangen. Der Buff funktioniert so, egal was in eurer Base steht, ihr bekommt 7 Minuten. Und für jeden Punkt Gemütlichkeit, ich habe jetzt hier 10, bekommt ihr nochmal eine weitere Minute oben drauf. Das heißt, in der Summe sind das dann hier 17 Minuten. Aber man hat ja jetzt nicht immer seine Base mit dabei. Nehmen wir also mal an, wir sind gerade am Farmen oder wir waren beim Bossfight oder sind kurz vorm Bossfight, mussten da lange hinfahren, was auch immer. Dann können wir uns einfach hier ein Lagerfeuer hinknallen, setzen uns mit X da kurz mal ran, müssen 20 Sekunden warten und ihr seht jetzt hier ist auch wieder ruhend und nach 20 Sekunden, wie gesagt, würde der Buff wieder hochgehen.
Weiß jetzt nicht, ob das bei mir klappt, weil es wären ja jetzt in der Zahl nur 7 Minuten bzw. 8 Minuten, weil wir haben einen Gemütlichkeitswert obendrauf. Wäre also demnach unlogisch, wenn das jetzt funktionieren würde. Ich müsste natürlich jetzt unter 8 Minuten aktuell haben, damit der Buff hochgehen würde. Funktioniert aber auf jeden Fall. Deshalb einfach mal 5 Steine dabei haben und 2 Holz oder das einfach nebenbei sammeln. Dann haut ihr euch das da einfach hin. Und zack, boom, habt ihr wieder eben den Ausgeruht-Buff und könnt wieder viel mehr Ausdauer regenerieren und Leben regenerieren. Und das Tolle bei dem Spiel ist ja einfach, wenn ihr fertig seid, Mausrad reindrücken, kaputt schlagen, Kram wieder mitnehmen und ihr könnt euch das auch wieder woanders aufbauen. Mega gut. Wenn dir das Video geholfen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, denn es hilft dabei, dass das Video auch anderen Leuten angezeigt wird. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.